ETFs sind für Privatanleger eine perfekte Möglichkeit, um kostengünstig und automatisch breit diversifiziert in die Aktienmärkte zu investieren. Die ursprünglichen ETFs haben sich meistens auf einen der großen Leitindizes bezogen. Das sind diejenigen Indizes, die die größten Unternehmen eines bestimmten Landes beinhaltet haben und somit repräsentativ für dessen Gesamtwirtschaft stehen. In den letzten Jahren sind die Herausgeber und Entwickler von Indizes allerdings immer kreativer geworden und es ist mittlerweile möglich, mit Hilfe von ETFs auch ganz gezielt in bestimmte Branchen oder Sektoren zu investieren. Themen-ETFs werden immer beliebter. Es gibt aber momentan meistens noch zwei Probleme mit ihnen. Zum einen sind sie im Verhältnis zu den großen und etablierten ETFs teurer. Zum anderen sind sie noch nicht allzu lange am Markt erhältlich und daher auch noch relativ liquide. Das heißt, sie werden noch nicht von so vielen Leuten gehandelt und dementsprechend kann es schon mal Probleme mit der Kursausführung geben. Außerdem haben sich gerade einige kleinere ETF-Herausgeber noch nicht wirklich am Markt beweisen können. Und es besteht natürlich die unwahrscheinliche Chance, dass diese eine größere Wirtschaftskrise eventuell nicht überstehen könnten. Doch kann man sich als Privatanleger nicht quasi seinen eigenen Index bauen? Wie wir an die Sache herangehen würden, das zeigen wir euch in diesem Video. Bevor wir anfangen, zwei Dinge vorweg. Die in diesem Video vorgestellte Strategie und vor allem die vorgeschlagenen Aktienwerte sind wie immer keine Handelsempfehlung. Es handelt sich um rein theoretische Beispiele und ihr seid selbst für eure Trading-Entscheidungen verantwortlich. Außerdem wollen wir festhalten, dass diese Herangehensweise nichts mit passivem Investieren zu tun hat, sondern es sich um eine aktive Anlagestrategie handelt, da ihr ja letzten Endes die in eurem Index enthaltenen Werte selbst auf eigene Verantwortung auswählt und diese auf lange Sicht auch managt. Erstmal müssen wir uns überlegen, wie so ein Index eigentlich pauschal aufgebaut ist. Normalerweise enthält er ja die größten Aktienunternehmen nach ihrer Marktkapitalisierung in seinem jeweiligen Bereich. Ein Länderindex enthält beispielsweise die größten Aktiengesellschaften des jeweiligen Landes. Ein Branchenindex wiederum enthält die größten Firmen der jeweiligen Branche und kann sich entweder auch auf ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region beziehen. Er kann aber auch international zusammengesetzt sein. Wir veröffentlichen nächste Woche im Rahmen unserer monatlichen Branchenanalyse einen ausführlichen Bericht über die Cybersecurity-Branche, da wir sie zum aktuellen Zeitpunkt für sehr aussichtsreich und interessant halten. Deshalb wollen wir uns heute als Beispiel und passend zum Thema einen eigenen ETF basteln, der sich auf die US-amerikanische Cybersecurity-Branche bezieht. In unserem Depot ist das natürlich kein echter ETF, sondern wird eine Auswahl von selbst zusammengestellten Einzelaktien werden. Diese werden wir aber in Zukunft regelbasiert, genau wie einen ETF handeln. Was wir also zunächst brauchen, sind die größten Unternehmen, die in unserer Branche agieren. In einem richtigen Index sind diese wiederum normalerweise nicht gleich stark gewichtet. Das bedeutet, größere Konzerne haben einen größeren Anteil am Index und somit auch mehr Einfluss auf seinen Kursverlauf. Kleinere Unternehmen wiederum sind prozentual weniger stark im Index enthalten und haben dementsprechend auch weniger Einfluss auf seinen Kursverlauf. In Deutschland und den meisten anderen Ländern der Welt sind ETFs gesetzlich dazu verpflichtet, in mindestens 10 verschiedene Aktienwerte zu investieren. Das heißt, unser Index muss ebenfalls mindestens 10 verschiedene Werte enthalten. Das ist unterm Strich ja auch Sinn und Zweck der Sache. Wir wollen von der Entwicklung einer Branche profitieren, von der wir überzeugt sind, dass sie in naher Zukunft bis mittelfristiger Zukunft überdurchschnittlich gute Entwicklungschancen hat. Da wir aber wissen, dass die Auswahl von Einzelaktien sehr schwierig sein kann und wir nicht nur daneben liegen können, sondern schlimmstenfalls auch noch genau auf das Pferd setzen können, welches sich in nächster Zeit besonders schlecht entwickelt oder sogar ganz vom Markt verschwindet, wollen wir unser Investment diversifizieren und auf viele verschiedene Unternehmen aufteilen. Da wir handeln möchten wie ein ETF, sollte unser Index also mindestens auch 10 verschiedene Aktiengesellschaften enthalten. Um an diese Aktienwerte zu kommen, müssen wir einen Aktienscreener verwenden. Von diesen Aktienscreenern gibt es im Internet sehr viele verschiedene und die meisten bieten dir die Möglichkeit, innerhalb spezifischer Branchen zu suchen. Ich zeige dir heute zwei verschiedene Varianten, die wir regelmäßig verwenden. Die erste ist der Screener von Valueline. Valueline ist ein US-amerikanisches Unternehmen, welches bereits im Jahr 1931 gegründet wurde und heute zu den seriösesten und etabliertesten Mitbewerbern im Bereich der Aktienanalyse und Bewertung gilt. Ein Abonnement des Services von Valueline ist nicht gerade billig, kann sich aber gerade für aktive Investoren, die sich auf den US-amerikanischen Markt konzentrieren, sehr wertvoll sein, da die Mitarbeiter von Valueline direkt mit den Unternehmen in Verbindung stehen und sich von Zeit zu Zeit auch ein Bild von der Lage vor Ort machen.
Für unsere Zwecke reicht es aber aus, wenn du dir einen kostenlosen Account auf der Valueline Website einrichtest. Wenn du das getan hast, dann klickst du hier oben auf Find Ideas und im nächsten Fenster auf Screener. Als Kriterium wählst du nun zum einen Industry und zum anderen die Marktkapitalisierung aus. Unsere Industrie ist in diesem Fall die Cybersecurity und wir suchen nach Unternehmen, deren Marktkapitalisierung über 10 Milliarden US-Dollar liegt, also nur die wirklich größten Mitbewerber in ihrer Branche. Als alternativen Service können wir dir Finnbox empfehlen. Auch hier sind eine begrenzte Anzahl von Suchen im Monat kostenlos. Solltest du den Service jedoch langfristig und professionell nutzen wollen, musst du ihn kostenpflichtig abonnieren. Ein letzter sehr beliebter Screening-Service, den du nutzen kannst und der vollständig kostenlos ist, ist finwiz.com. Da sowohl Finnbox als auch Finnwiz die Cybersecurity-Branche leider nicht in ihrer Suche auflisten, nutzen wir in unserem Fall die Ergebnisse, die wir von Valueline erhalten haben. Wie es der Zufall so will, hat uns die Suche genau 10 Ergebnisse von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über 10 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Dies sind jetzt also die Firmen, die in unserem Index enthalten sein sollen. Natürlich könntest du jetzt auch eine ausführliche Aktienanalyse jedes einzelnen dieser Unternehmen durchführen, aber denk dran, die meisten Indizes tun das ja auch nicht. Nehmen wir mal unseren deutschen DAX. In ihm sind ja die 30 nach ihrer Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen enthalten. Der Index wertet dabei nicht, ob irgendeines dieser Unternehmen vielleicht mehr oder weniger goldene Zeiten vor sich hat. Er schaut ganz neutral und stupide, welche deutschen Unternehmen den höchsten Wert haben. Sollte ein Unternehmen, welches nicht im Index enthalten ist, ein im Index enthaltenes Unternehmen in der Marktkapitalisierung überholen, so werden beide Firmen einfach gegeneinander ausgetauscht. Genauso wollen wir es in Zukunft mit unserem Index auch handhaben. Für den nächsten Schritt brauchst du einen Taschenrechner. Du nimmst dir die Marktkapitalisierung deiner 10 Unternehmen und addierst diese. Jetzt schaust du, wie viel die Marktkapitalisierung jedes einzelnen Unternehmens prozentual von der Gesamtsumme ausmacht. Das ist dann auch das jeweilige prozentuale Verhältnis, welches das Unternehmen später in unserem Index ausmachen wird. Mal ein Beispiel. Wenn wir die Marktkapitalisierung unserer 10 Cybersecurity-Unternehmen addieren, dann kommen wir auf ein Ergebnis von 268,05 Milliarden US-Dollar. Das größte der 10 Unternehmen, die CrowdStrike Holdings, hat eine Marktkapitalisierung von 56,44 Milliarden US-Dollar. Das entspricht rund 21% von der Gesamtsumme. Daher soll die CrowdStrike Holdings am Ende auch 21% von unserem Index ausmachen. Natürlich kannst du dich auch dazu entscheiden, alle Unternehmen gleich stark zu gewichten. Diese Entscheidung ist dir überlassen. Als nächstes musst du dir überlegen, welche Summe du gern in deinen eigenen ETF investieren möchtest. Denk dran, ein Branchen-ETF ist immer eine Art Klumpenrisiko. Wenn du dich irrst und die Branche sich nicht wie von dir erwartet sehr positiv entwickelt, dann werden alle im ETF enthaltenen Unternehmen überdurchschnittlich stark an Wert verlieren. Deshalb empfehlen wir dir pauschal, dass ein Branchen-ETF nicht mehr als 10% deines insgesamt investierten Kapitals ausmachen sollte. Neben der Diversifikation in verschiedene Aktienwerte an sich, sollte dein Portfolio auch immer über möglichst viele verschiedene Branchen diversifiziert sein. Wir gehen für unser Beispiel jetzt einmal davon aus, dass du gerne 10.000 Dollar in den selbsterdachten Index investieren möchtest. Jetzt nimmst du dir also den Aktienkurs jedes einzelnen der 10 Unternehmen und rechnest aus, wie viele Exemplare du von der jeweiligen Aktie kaufen darfst, damit sie genau den zuvor errechneten prozentualen Anteil an deinem Index ausmacht. Wir nehmen uns als Beispiel wieder die CrowdStrike Holdings Aktie. Wie wir gerade festgestellt haben, soll sie am Ende etwa 21% von unserem Gesamtinvestment ausmachen. Im Verhältnis zu unserer gesamten Investitionssumme von 10.000 Dollar entspricht das also 2.100 Dollar. Der aktuelle Aktienkurs der CrowdStrike Holdings steht bei 250 Dollar. Wir müssen also 8 Exemplare der Aktie kaufen, um unserer gewünschten Summe von 2.100 Dollar möglichst nahe zu kommen. Natürlich können wir diese nie ganz exakt erreichen, aber das ist auch kein Problem. Achte unbedingt darauf, dass du möglichst keine Aktie zu weniger als 500 Dollar kaufst. Du musst bedenken, dass du für jede der einzelnen Transaktionen Broker- und Börsengebühren zahlst. Diese sind zwar von Broker zu Broker unterschiedlich, betragen aber meistens für ein Roundturn-Geschäft, also einen Kauf und späteren Verkauf, um die 5 Dollar. Das entspricht bei einer Investitionssumme von 500 Dollar 1%. Deine Aktie muss also erstmal um 1% steigen, damit du überhaupt bei plus minus null bist.
Würdest du nur Aktien im Wert von 100 Dollar kaufen, so würden die Gebühren immerhin einen Anteil von 5% ausmachen und das ganze Geschäft wird sich damit schon fast gar nicht mehr lohnen, da deine Aktie erstmal um ganze 5% steigen müsste, damit du überhaupt Break-Even bist. Das entspricht ja schon fast einer ganzen durchschnittlichen Jahresrendite von Aktien. Wenn du alle 10 Aktienwerte in ihrem jeweils richtigen Verhältnis gekauft hast, bist du im Grunde genommen fertig und dein eigener Branchen-ETF ist eingerichtet. Jetzt musst du diesen natürlich von Zeit zu Zeit überwachen. Das heißt, du musst schauen, ob eventuell ein anderes Unternehmen gewachsen ist und von der Marktkapitalisierung her eines deiner 10 Unternehmen überholt hat. Dafür benutzt du wieder denselben Screener, den du ursprünglich verwendet hast. Sollte dies passiert sein, so trennst du dich von der alten Aktie, verkaufst sie und kaufst dafür im jeweils richtigen Verhältnis die neuen Aktien. Da sich die Aktien natürlich unterschiedlich im Wert entwickeln, solltest du außerdem einmal im Jahr ein sogenanntes Rebalancing vornehmen. Das bedeutet, du gehst erneut einen Schritt zurück und addierst wieder die Marktkapitalisierung deiner 10 Unternehmen. Du rechnest dann aus, wie viel Prozent jedes einzelne Unternehmen an der Gesamtsumme ausmachen sollte. Dann schaust du in deinem Portfolio, ob dieses Verhältnis tatsächlich noch so korrekt ist. Vielleicht ist unsere CrowdStrike Holdings Aktie ja deutlich überdurchschnittlich im Wert gestiegen und macht jetzt einen prozentual viel zu großen Anteil an unserem Index aus. Dementsprechend könntest du einfach ein paar Exemplare verkaufen und somit quasi die Gewinne realisieren. Das Ganze machst du so lange und mit allen Aktiengesellschaften, bis das aktuell korrekte prozentuale Verhältnis zwischen den Unternehmen in deinem Index wiederhergestellt ist. Behalte dabei aber unbedingt immer die anfallenden Gebühren im Blick. Ein Tipp: Für solche Strategien gibt es Broker wie zum Beispiel Scalable Capital, bei denen du einen festgelegten pauschalen Betrag im Monat bezahlst und dann ohne anfallende Brokergebühren so viel traden kannst, wie du möchtest. Achtung, Clearinggebühren bei der Börse fallen in diesem Fall aber üblicherweise trotzdem an, sodass du auch weiterhin die Kosten im Blick behalten solltest. Mit dieser Herangehensweise kannst du emotionslos und regelbasiert wie ein echter ETF breit diversifiziert in verschiedene Branchen und Aktienmärkte investieren. Hast du eventuell auch schon branchenspezifisch investiert oder hältst zum Beispiel einen Branchen-ETF? Oder bist du eher der Leitindex-Investor und hältst ETFs auf den MSCI World, S&P 500 oder den DAX? Post es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung und Erfahrungen interessieren uns natürlich sehr. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns ein Like dalässt. Falls dich das Thema interessiert und du gerne mehr über die Börse, Aktien und die Finanzwelt im Allgemeinen erfahren möchtest, dann abonniere sehr gern unseren YouTube-Kanal. Auf unserer Website www.sparing-academy.de erhältst du außerdem viele weitere kostenlose Informationen. Wir freuen uns auf jeden Fall, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal, macht's gut!